Der 23. September 2022. Mein Name ist Hans-Dieter Nagel und ich bin heute wieder Versammlungsleiter. Unser Werner Kraft hat die Veranstaltung wieder angemeldet und organisiert. Er wurde von den Ordnungsamtsmitarbeiterinnen und von der Staatsgewalt in Form von Polizisten, Staatsanwälten und Richtern schon mehr als einmal ungerecht gepiesackt. Er lässt sich aber nicht unterkriegen und dafür meinen und unseren herzlichen Dank an dich, Werner. Unser angemeldetes Thema heute wieder. Wir verlangen die Einhaltung des Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Recht und Gesetz gebunden. Wir fordern die öffentlich-rechtlichen Medien und die Printmedien zu neutraler Berichterstattung auf. Schluss mit einseitiger, manipulativer Berichterstattung. Schluss mit Haltungsjournalismus. Ich denke, Werner wird nachher zu dem Thema noch mehr sagen. Zunächst aber mal, was ich die Ordnungsmitarbeiterinnen der Stadt Karlsruhe wieder ausgedacht haben. Die Rasenflächen und Anpflanzungen dürfen nicht befahren oder als Lagerflächen benutzt werden. Ich hab diese Auflagen mal bei einigen Geschäftspartnern rumgezeigt und einer meinte dann zu mir, es könnte der Eindruck entstehen, dass unsere Angestellten im Ordnungsamt das Wohl der Bäume und Sträucher wichtiger ist als das Wohl der Kinder und der älteren Mitbürger. Und ganz wichtig ist dem Ordnungsamt der Stadt Karlsruhe auch noch mir mitzuteilen, dass sie mir Bußgelder oder Strafverfahren anhängen würden, wenn sie die Gelegenheit dazu bekämen. Sie formulieren es ein bisschen anders. Die Ordnungsmitarbeiterinnen schreiben, auf die Pflichten nach dem Versammlungsgesetz sowie auf die Möglichkeit zur Durchführung von Bußgeld- und Strafverfahren bei Nichtbeachtung von Auflagen bzw. einer Abweichung von der Anmeldung machen wir hiermit aufmerksam. Ich hab's mal versucht, in einem durchzulesen, weil hier kam kein Komma drin. Unabhängig vom Inhalt stelle ich nämlich fest, dass dort anscheinend niemand ist, die oder der sich mit Rechtschreibung auskennt. Es ist kein einziges Komma in dem ganzen Satz vorhanden. Mein Deutschlehrer hätte vermutlich zu mir gesagt, Grammatik 6 setzen. Naja, aber wie in vielen Branchen auch, auch wird halt hier wahrscheinlich der Fachkräftemangel der Schuld daran sein. Und dann schreiben sie noch, Ihr dürft euch mit den Filtertüten vermummen. Ja, weil normalerweise gilt ja bei Demonstrationen oder Kundgebungen ein Vermummungsverbot. Da machen sie extra eine Ausnahme. Aber genutzt werden dürfen nur unschöne Teile, welche die Bezeichnung FFP2, KN95, N95, KF94, KF99 oder einen vergleichbaren Standard haben. Wir müssen uns allerdings nicht wie die Verbrecher maskieren. Noch nicht. Wer einigermaßen hübsch ist, der sollte diese Maskerade auch nicht mitmachen. Man sieht nämlich echt doof damit aus. So, und das war das, was die Ordnungsmitarbeiterinnen der Stadt Karlsruhe für wichtig finden. Für uns aber ist wichtig, und daher sage ich es auch gerne zu Beginn unserer Versammlung, der Artikel 1 unseres Grundgesetzes, der für alle Menschen gelten sollte. Artikel 1 Absatz 1 lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und im Absatz 3 des Artikel 1 werden die von uns bezahlten Staatsbediensteten dann nämlich auch noch ausdrücklich darauf hingewiesen, was ihre Aufgabe ist. Im Artikel 1 Absatz 3 lautet, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Dann nochmal zur Erinnerung für diese Leute.
Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und dieser Artikel wurde deshalb an erster Stelle gesetzt, weil er so wichtig ist und wenn man sich daran hält, alle anderen Artikel nämlich überflüssig wären. Diese konkretisieren nämlich lediglich, was unter der Würde des Menschen zu verstehen ist. Und mit einer Redewendung kann das kurz und knapp wieder auf den Punkt gebracht werden. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Vorhin hatte ich ja dem Werner für sein unermüdliches Einstehen für Einigkeit und Recht und Freiheit gedankt. Dazu habe ich aber auch eine Bitte an euch alle. Wir sollten ihm zur Seite stehen. Wir sollten ihn entlasten. Mit Matthias und Mike haben wir ja zwei Demokraten, die das tun und jedes Mal helfen. Diesen beiden möchte ich hier ebenfalls mal ausdrücklich danken. Danke Mike, danke Matthias. Und gut wäre, wenn sich noch mehr Menschen mit einsetzen würden. Das kann beim Auf- und Abbauen sein, das kann beim Organisieren sein, das kann beim Entwerfen und Drucken von Flugblättern sein, das kann beim Kommunizieren mit den Ordnungsämtern oder sonstigen Ämtern sein, das kann alles Mögliche sein, womit man hier unterstützen kann. Und je mehr verschiedene Personen es nämlich sind, die sich engagieren, umso weniger nützt es denen, die uns nicht wohlgesonnen sind, sich auf Einzelne zu konzentrieren, wie es sie in Karlsruhe auf den Werner und auf den Klaus getan haben. Und wie sie es überregional auf Michael Ballweg, auf Frau Bahner, auf Herrn Homburger, auf den mutigen Richter in Weimar und auf etliche andere auch getan haben. Jede und jeder von uns hat ja bestimmte Talente, die sie oder er hier einbringen kann. Und das muss nicht sein, mit dem man im Rampenlicht steht. Mit jeder noch so kleinen Unterstützung kann unsere Bewegung wachsen und kraftvoller werden. Und daher meine Bitte, überlege jede und jeder für sich, ob man selbst etwas tun kann. Wenn das aus persönlichen, geschäftlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich ist, dann bitte versuchen, jedes Mal zu unseren Kundgebungen zu kommen. Am besten auch noch jemanden dazugewinnen, die oder der sich traut mitzugehen. Wenn jetzt wieder die ungemütliche Jahreszeit beginnt, dann muss ich auch meine fröstelnden Gliedmaßen überreden, doch zur Versammlung zu gehen. Aber ich tue es jedes Mal, denn Präsenz vor Ort ist wichtig. Und je mehr wir sind, umso mehr muss sich auch die Öffentlichkeit mit uns befassen. Und wer sich nicht für sich selbst überwinden will oder kann, der nehme doch diese Strapazen für die Kinder, für die Älteren, für die Pflegerinnen und Pfleger und für alle die auf sich, die sich nicht selbst wehren können. So. Und bevor jetzt der Werner weiter durchs Programm führt und uns Interessantes mitteilt, auch dazu noch ein gescheiter Spruch, den sicherlich die meisten kennen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So, Werner, bitteschön. Danke. Bin ich online? Hört man mich? Ja. Ist okay so? Ja. Das ist halt so eine richtige kleine vertraute Runde, gefällt mir eigentlich hier, muss ich sagen. Deutsche Verzweiflung. In Angst und bürgerlichem Leben wurde nie eine Kette gesprengt. Hier muss man schon mehr geben. Die Freiheit wird nicht geschenkt. Es sind die glücklichen Sklaven, der Freiheit größter Feind. Drum sollt ihr Unglück haben und spüren jedes Leid. Nicht Mord, noch Brand, noch Kerker, noch Standrecht obendrein. Es muss noch kommen stärker, wenn's soll von Wirkung sein. Ihr müsst zu Bettlern werden, müsst hungern allesamt, zu Mühen und Beschwerden verflucht sein und verdammt. Euch muss das bisschen Leben so gründlich sein verhasst, dass ihr es fort wollt geben,
wie eine Qual und Last. Erst dann vielleicht erwacht noch in euch ein besserer Geist, der Geist, der über Nacht noch euch hin zur Freiheit reist. Hört sich doch verdammt aktuell an. Stammt aber von Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Und der Junge hat gelebt 1798 bis 1874. Also er beschreibt da, was das anscheinend in unserem Land, in unserem Volk gang und gäbe ist. Wie dreckig muss es uns gehen, damit wir was tun, um frei zu sein. Und die glücklichen Sklaven, die ihr nennt, die sehen wir heute jeden Tag um uns rumlaufen. Das ist eigentlich sehr deprimierend. Und wir haben ja die letzten Male auch gemerkt, beschlossen, es geht nicht mehr um Corona. Es geht um alle die ganzen Probleme, die unser Land zu dem gemacht haben, wo wir heute stehen. Und ja, wenn der Hans Dieter vorhin gesagt hat, wir brauchen Helfer, dann auch in, wirklich in dem Sinne, wir müssen von dieser Freitagsdemo, glaube ich, weg. Wir müssen dorthin kommen und da werden wir uns einfach drum kümmern müssen und da sind die Helfer auch gefordert dort, dass wir wöchentlich versuchen, auch in Karlsruhe die hundert oder tausende Menschen auf die Straße zu kriegen. Es muss draußen die Menschen geben, die da mitlaufen, spätestens wenn sie ja, ihr täglich Essen nicht mehr kaufen können, wenn sie ihre Häuser nicht mehr heizen können. Ganz konkretes Beispiel bei mir, ich hab ja am Jahresanfang für unser Haus eine Gaserhöhung, eine Preiserhöhung des Gas um 60% gekriegt. 60% am Jahresanfang. Vor einer Woche habe ich einen Brief von meinem Versorger gekriegt, ab 1.10. kommt die Gasumlage obendrauf. Die sind doch mal 40%. Das heißt, von Anfang des Jahres bis jetzt dann zum Oktober 124%. Und da kommt der entscheidende Satz, gehen Sie bitte davon aus, dass weitere Preiserhöhungen folgen. Also ich nehme ja an, ich bin kein Einzelfall. Spätestens dann, wenn es jeden trifft, müssen doch die Menschen auf die Straße gehen und diesem Land hier, unserer verbrecherischen Regierung, zeigen, wo es lang geht. Also dort wollen wir hin. Vor 4 Wochen war unsere letzte Freitagsdemo. Da habe ich ja sehr, sehr viel erzählt und sehr viel auch vorbereitet gehabt. Heute haben wir 2 exzellente Redner hier und auch einige Einspieler, sodass ich persönlich weniger beitragen werde, ganz persönlich. Am Schluss noch ein großer Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, aber startet tun wir heute einfach mit dem Ingbert. Ich habe seine Reden immer erlebt als brillant, als von einem brillanten Geist und ich denke, er wird euch etwas Grundsätzliches erzählen. Ingbert. Machst du Mikro oder? Ja. Ja, Werner, vielen Dank für die Einführung. Die Brille wird nicht los. Ja, Stichwort meines Vortrags, Elitendegeneration. Stellen Sie sich 2 Bücherstapel vor. Der eine ist 3 bis 4 Ellen hoch und enthält ausschließlich gesellschaftskritische Fachliteratur aus Mainstream-Verlagen. Suhrkamp, Campus, Rowohlt, Pieper, Klett-Cotta, C.H. Beck, im englischen Sprachraum, Verso, Penguin, Norton, HarperCollins, sowie die Universitätsdruckereien, also University Presses von Oxford, Cambridge, Yale, Harvard. Der andere Bücherstapel ist 3 bis 4 Handbreit hoch und enthält sozusagen Querdenkerliteratur aus randständigen Verlagen, also Bücher insbesondere von Rubicon, Promedia, Westend, J.K. Fischer und dergleichen. Wenn Sie nun ausschließlich den kleinen Stapel mit der Querdenkerliteratur lesen, dann können Sie eventuell auf die Idee kommen, die haben Sie doch nicht alle. Was zeichnen die für ein bösartiges und verzerrtes Bild unserer Gesellschaft? Alles Spinner und Aluhutträger. Wenn Sie diese Querdenkerliteratur aber im Kontext des großen Stapels an soziologischer und politikwissenschaftlicher Literatur aus den Mainstream-Verlagen lesen, dann werden Sie sehen, dass all die scheinbar kruden und überreizten Thesen der sogenannten Querdenker schlicht und ergreifend
konsequent und folgerichtig sind. In diesem Sinne möchte ich was dazu sagen, inwieweit die Krise, die wir seit den letzten 2,5 Jahren sich entfalten sehen, sich in vielfältiger Weise in den Entwicklungen mindestens des letzten Jahrzehnts bereits angekündigt hat. Und tatsächlich nur die Zuspitzung dieser Entwicklungen und das Überschreiten einer kritischen Schwelle darstellt. Die Werte einer Gesellschaft sind nur so viel wert, wie die tatsächliche Entwicklung dieser Gesellschaft sich in der Realität an diesen Werten ausrichtet. Und hier leiden wir seit den letzten 30 Jahren, seit dem Sieg des Westens im Kalten Krieg 1989, an einer fortschreitenden Degeneration unserer politischen Kultur und des moralischen Bewusstseins unserer Eliten. Dieser Sieg im Kalten Krieg hat unsere Kultur vergiftet, denn seither betrachtet sich der kollektive Westen als Inbegriff des moralisch unangreifbaren Guten in der ganzen Welt. Ganz unabhängig davon, was wir in der Realität dieser Welt anrichten, mit der Folge eines fortschreitenden Realitätsverlusts, der uns heute in die Selbstzerstörung führt. Ich will einige Aspekte davon aufzählen, die sich, wie gesagt, alle in dem großen Stapel Literatur wiederfinden. Das sind 5 Punkte. Erstens in der politischen Dimension. Die Demokratie des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg waren von Anfang an durch die Angst vor Massenmobilisierung geprägt. Starke Regierungen, mächtige Präsidenten, schwache Parlamente, Wahlen mit dem Ziel nicht der Volksbeteiligung, sondern der Elitenzirkulation, Vermeidung plebiszitärer Verfahren. In Deutschland haben sich diese Strukturen durch den privilegierten Status der Parteien verfestigt. Parteien, die im Parlament in eigener Sache entscheiden dürfen. Bei den Diäten, bei der Parteienfinanzierung, beim politischen Stiftungswesen, beim Wahlgesetz. Weitere Merkmale sind die Entstehung einer Schicht von Berufspolitikern, die Berufung auf das freie Mandat der Abgeordneten gegenüber dem Volk, aber ihre faktische Abhängigkeit von der Positionierung auf Listenplätzen und das Insistieren auf der Fraktionsdisziplin, wann immer es ans Eingemachte geht. Ein geistiger Horizont bis maximal zur nächsten Wiederwahl, weshalb regelmäßig Wahlversprechen sofort ins Altpapier gegeben werden, sobald nur die Wahl vorbei ist. Wenn die Wiederwahl scheitert, Drehtüren in Unternehmen oder internationale Organisationen, aus denen man bei günstiger Gelegenheit auch wieder zurückkehrt. In den Vereinigten Staaten gibt es völlig unabhängig von der unterschiedlichen Innenpolitik der Republikaner und Demokraten, die im Beltwayland, also in den Vororten Washingtons, wohnhaften politischen und bürokratischen Vertreter des militärisch-industriell-digitalen Komplexes. Diese Leute, das sind diejenigen, die die aggressive Ausrichtung der amerikanischen Außenpolitik fest im Griff haben, auch wenn sie damit innenpolitisch das eigene Land ruinieren. Das heißt, der als Verschwörungstheorie geschmähte Deep State ist ein simpler und klar benennbarer soziologischer Tatbestand. Zweitens, in der publizistischen Dimension. Auch hier haben wir Abschließungstendenzen. Die zunehmende Rekrutierung von Journalisten aus der Oberschicht und oberen Mittelschicht. Eine geradezu intime Nähe zur Macht und das Bedürfnis, selber in die Politik einzugreifen. Das Bedürfnis, auf der Grundlage des eigenen Bildungsdünkels Volkserzieher zu spielen. Die nie verwundene Kränkung gegenüber den neuen digitalen Medien an gesellschaftlichem Gewicht verloren zu haben und eine tiefe Verachtung, wenn sich in diesen Medien einfache Menschen in sprachlich unbeholfener Weise ungefragt zu Wort melden. Immer stärker wird ein ungeschriebenes Hygieneprinzip. Es gibt immer mehr Themen, die anständige Journalisten nur mit spitzen Fingern anfassen, nämlich alles, was als sogenannte Verschwörungstheorie stigmatisiert wird und den Geruch des ungewaschenen Pöbels trägt. Aber hygienisches Denken
ist steriles Denken. Fruchtbar ist nur der Dumm. Aber der sich immer weiter verengende journalistische Intellekt fühlt sich zu nicht mehr berufen, als ihn mit der Mistgabel der Faktenchecker zur Seite zu schaufeln und ihn als Dreck zu verachten. Wenn früher der Grundsatz galt, Journalisten machen sich mit keiner Sache gemein, auch mit keiner guten, so gilt heute, Journalisten machen sich mit der Sache des Staates und der Eliten gemein, zu denen sie selber gehören oder gehören wollen. Und erklären sie zur Sache des Guten. Und ganz gleich, ob sich das auch nur ansatzweise empirisch rechtfertigen lässt. Der journalistische Vorwurf, an die Regierungen und Medien anderer Staaten Propaganda zu betreiben, wird damit zu einer Projektion des eigenen Fehlverhaltens auf den erklärten Gegner. Diese so unkritische wie bedingungslose Parteinahme hat den Mainstream-Journalismus in eine Situation geführt, aus der er ohne Gesichtsverlust nicht mehr zurück kann. Und aus diesem Grund versteigt er sich immer weiter in einen mittlerweile galoppierenden Realitätsverlust. Drittens, in der wissenschaftlichen Dimension. Auch hier mit Exzellenzuniversitäten derselbe Trend zu mehr Elite. Mit dem Bologna-Prozess mehr Standardisierung und Konformität, im Dienste der Employability, also der Beschäftigungsfähigkeit des Wissens. In der Praxis bedeutet das die Degradierung ganzer wissenschaftlicher Fachbereiche zu abhängigen Drittmittelbettlern. Die Abspeisung des akademischen Nachwuchses mit Hungerlöhnen und unsicheren Arbeitsstellen bis ins vierte oder fünfte Lebensjahrzehnt. Die Formatierung der Studenten zu Fleißkärtchensammlern und der Missbrauch ganzer Wissenschaften als Kaderschmieden für politische Ideologie, nämlich im Dienste der Beschäftigungsfähigkeit für staatlichen Legitimationsbedarf. Auch hier ist die jüngste Entwicklung nur eine folgerichtige Steigerung. Wer als angestellter Akademiker während des Corona-Maßnahmenregimes eine von staatlichen Vorgaben abweichende Meinung geäußert hat, musste damit rechnen, kaltgestellt oder schlicht gefeuert zu werden. Und zwar nicht auf staatliche Weisung hin, sondern in vorauseilendem Gehorsam der Universitäten selbst. Viertens. Zur ökonomischen Dimension muss ich nicht viel sagen. Nicht nur als Reaktion auf die Finanzkrise von 2008, sondern erneut kurz vor und während der Corona-Lockdowns wurden aberwitzige Billionenbeträge an Zentralbankgeld in die Finanzmärkte gepumpt, um sie vor dem erneut drohenden Zusammenbruch zu retten. Und während ganze Branchen vor der Pleite standen und große Teile der Bevölkerung in Kurzarbeit geschickt wurden, explodierten an den Börsen erneut die Kurse auf dem Weg zu neuen Spekulationsblasen, wie sie nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Und während nun Hartz IV und die Rentensätze nicht einmal in Höhe der Inflationsrate erhöht werden, werden wiederum aberwitzige Beträge für Militärausgaben bewilligt, die die Rüstungsindustrie mit frisch gedruckten Staatsgeldern fluten, während der Arbeitslose weiterhin getreu der neoliberalen Ideologie seinem angeblich selbstverschuldeten Schicksal überlassen wird. Fünftens, und als letzter Punkt der Aufzählung, in der kulturellen Dimension schließlich wird der psychologische Mechanismus der Verdrängung und der Wiederkehr des Verdrängten erkennbar. Während wir einerseits jede Schuld und Mitverantwortung für die in den letzten 30 Jahren vom kollektiven Westen vom Zaun gebrochenen Kriege und Eskalationen, insbesondere auch hinsichtlich des Ukraine-Kriegs, weit und empört von uns weisen, pflegt derselbe kollektive Westen zugleich eine bizarre Schuldreligion, in der er sich selbst zum Sündenbock für jedes Übel dieser Welt ausruft. Diese Schuld wird da bekannt, wo nicht die geringste Gefahr besteht, dass sie zu einer Bedrohung der realen Herrschaftsverhältnisse und der realen Überwachungs- und Repressionsmaßnahmen werden könnte. Es handelt sich
um eine Fokussierung auf gesellschaftliche Scheinprobleme, mit der die heutige Unterwerfung unter staatliche Verhaltenskontrolle des Einzelnen aus angeblicher moralischer Verpflichtung allererst eingeübt wurde. Hier stoßen wir auch auf die tieferen Ursachen des historischen Versagens der politischen Linken. Denn wer diese moralische Selbstzerknirschung als vermeintlich Privilegierter über Jahre hinweg eingeübt hat, der lässt sich in reflexhafter Schuldbereitschaft auch willig zur vierten und fünften Impfung und zum Maskentragen unter absurdesten Umständen dressieren. Das Resultat all dieser jahrelangen Entwicklungen ist eine kollektive Bereitschaft des Westens zum Selbstbetrug und ein kumulierender Realitätsverlust, der mittlerweile die Dramatik eines psychotischen Schubs angenommen hat. Ob es um die Untauglichkeit der Lockdowns geht oder um die Untauglichkeit flächendeckenden Maskenzwangs oder um die Unbrauchbarkeit der PCR-Tests und der Inzidenzzahlberechnung oder um die angeblich drohende Überlastung des Gesundheitswesens oder um die angebliche Nützlichkeit und Ungefährlichkeit der Impfungen oder um das angebliche Gerechtfertigtsein massiver Grundrechtseinschränkungen und Demonstrationsverbote oder um die angebliche Pandemie als Vorwand für Überwachungsstaat und Verhaltensmaßregeln. Die sogenannten Querdenker hatten von allem Anfang an Recht, und zwar in allen wesentlichen Punkten. Nicht von alledem, was uns zu den verschiedenen Aspekten der Krise offiziell erzählt worden ist, hat den Test der Realität bestanden. Aber seit der ursprünglichen Fehlentscheidung, in diese politische Dynamik einzusteigen, kennen unsere Eliten nur noch eine Entwicklungsrichtung: die immer schnellere Steigerung des galoppierenden Wahnsinns und die unterbrechungslose Fortsetzung des Ausnahmezustands aus selbstverschuldeten Anlässen, bei denen auf immer absurdere Art und Weise das eigene Versagen auf externe Faktoren und vermeintlich bösartige Gegner projiziert wird. Und so wird das Versagen unserer Eliten biblisch, in der Art von Matthäus Kapitel 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Eine zentrale Parole unseres Widerstands sollte daher lauten: keinen Fußbreit Platz mehr für Lüge und Selbstbetrug. Keine Beschönigung des Wahnsinns mehr aus falscher Rücksichtnahme. Nichts fürchten unsere Eliten mehr, als wenn man ihnen den Vorwurf der Lüge, des Betrugs und des Selbstbetrugs ins Gesicht schleudert. Nichts fürchten sie mehr, als wenn man ihnen ihr politisches Versagen und ihre selbstverschuldete Delegitimierung offen ausspricht. Legitimität kann man nicht befehlen, man kann sie nur messen. Und die Glaubwürdigkeit unserer Eliten endet mit dem einfachen Akt, ihnen diese Glaubwürdigkeit zu entziehen. Es handelt sich um das, was die linguistische Theorie einen Sprechakt nennt: etwas zu tun, indem man etwas sagt. So wie der Priester sagt: ich erkläre euch zu Mann und Frau. So können wir sagen: wir erklären eure Glaubwürdigkeit und eure politische Legitimität für beendet. Vielen Dank. Sein, wenn man sich versteht. Man muss auch das Gedenken, aber das wollen wir ja. Wir sind ja die Gedenken, die Querdenken. Dankeschön, vielen Dank. Der Mark sagt, das andere Mikro wäre besser, oder ja, hört er nicht trotzdem? Ja. Geht's?
Ich habe es so leichter, ich habe dann zwei freie Hände, kann ich kratzen, die sind okay. Das Thema, das uns im Moment am stärksten bewegt, ist wohl der Ukraine-Konflikt oder direkter und ungeschminkter der Ukraine-Krieg und seine Folgen. Folgen, die jeder von uns schon heute spürt und die täglich für uns alle spürbarer werden. Sarah Wagenknecht hatte eine ganz klare Position, die ich zu 100% teile. Somit werde ich sie auch gleich zu Wort kommen lassen. Für erwähnenswert halte ich auf jeden Fall, wie fast der gesamte Politikbetrieb und die Medien nur noch die sicherlich unleugbare Tatsache sehen, dass Russland diesen völkerrechtswidrigen Krieg begonnen hat und daraus den Schluss ziehen, Russland müsse vernichtet werden. Die gesamte völkerrechtswidrige Politik der USA und der gesamten NATO in den letzten 20, 30 Jahren, inklusive Deutschlands, wird dabei ausgeblendet. Ausgeblendet wird auch für die objektive Beobachter sichtbare NATO-Osterweiterung als Bedrohung Russlands. Weiterhin wird ausgeblendet, dass die USA 2014 in der Ukraine einen Putsch durchgeführt haben und die Ukraine in der Folgezeit die russisch sprechenden Landesteile komplett unterdrückt, die russische Sprache verboten und mit Krieg überzogen hat. Aber man will die Augenklappen nicht abnehmen. Scheinheiligkeit ist noch der mildeste Vorwurf, der mir zu solchem Verhalten einfällt. Diese Kreise sind sich zu nichts zu schade. Diese Tatsache zu ignorieren, dass sie noch vor 5 Jahren komplett negativ über die korrupte Ukraine und auch später noch über ihren heutigen Präsidenten berichtet haben. Sie interessiert das nicht mehr. Viele werden heute grundsätzlich Menschen, die kritische Fragen stellen und saubere, objektive Recherche betreiben, wie Daniele Ganzer zur Machtpolitik der USA oder Ulrike Guerreau zum Corona-Schauspiel diffamiert und vom Mainstream ausgeschlossen. Mich widert solches Verhalten nur noch an. Also ich habe reingeguckt in eine Sendung vom Land, da war Sarah Wagenknecht drin und alle miteinander hatten da nichts anderes zu tun, als über sie herzufallen und nur der Putin ist der Angreifer und kannst du dem verurteilen. Alles Differenzierte, was sie gesagt hat, lasst diese Menschen einfach nicht gelten. Die sind entweder total bekloppt oder sie sind bösartig. Beides lasse ich einfach mal zu. Ähnliches ging ja da, Ulrike Guerreau ging es ja so, als sie bei Land saß, wo auch alle kollektiv über sie hergefallen sind. Also wer in diesem Land kritisch ist, der hat es einfach bei denen verschissen, wird ausgegrenzt und vom Mainstream ausgeschlossen. Und das finde ich immer wieder toll, wie die trotzdem noch ihre Geradlinigkeit bewahren, wie auch eine Sarah Wagenknecht sich nicht beirren lässt und ganz klar benennt, was sie denkt. Ohne zu beschönigen, ohne auch zuzugeben, dass der Putin ja kein Heiliger ist und ihm auch den Krieg vorwirft, aber halt auch differenziert betrachtet, warum dann heute so ein Geschehen in der Ukraine abläuft. Sarah Wagenknecht. Ja, hallo. Herzlich willkommen zur neuen Folge der Besseren Zeiten Wagenknecht Wochenschau. Ja, von Omid Noripur bis Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Rüstungslobbyisten sind alle wieder dabei, das Trommeln für die Lieferung westlicher Kampfpanzer an die Ukraine wird immer lauter. Und das vor allem seit die Ukraine in der letzten Offensive ja tatsächlich erhebliche Geländegewinne verzeichnen konnte. Seitdem heißt es, ja seht doch, die Ukraine kann diesen Krieg militärisch gewinnen, sie rücken doch schon vor. Und wir müssen ihr nur noch viel, viel mehr schwere Waffen und vor allem auch deutsche Panzer liefern. Dann haben sie bald die Russen ganz aus dem Land geworfen. Ja, und das wünscht sich doch jeder. Den Vogel hat mal wieder die deutsche Außenministerin abgeschossen, die sich wörtlich zu der Aussage verstieg, unsere Waffenlieferungen helfen, Menschenleben zu retten. Waffen retten Menschenleben? Darauf muss man echt erst mal kommen.
Also ich dachte bisher immer, dass Waffen im Einsatz die unschöne Eigenschaft haben, Menschen zu töten oder zumindest zu verletzen. Und deshalb war ich auch immer und bin ich auch heute noch dafür, Rüstungsexporte einzuschränken und auf keinen Fall in Kriegsgebiete zu liefern, weil die Rüstungsindustrie eben damit an Mord und Tod verdient. Und selbst die Grüne Partei, die ja dafür verantwortlich ist, dass wir jetzt eine Frau Baerbock als Außenministerin haben, selbst die Grünen hatten noch in ihrem letzten Bundestagswahlprogramm, das ist gerade mal ein Jahr her, die letzte Bundestagswahl, hatten damals gefordert, Waffenexporte in Kriegsgebiete zu verbieten. Ja, das klang doch gut. Naja, klar, da wussten die offenbar auch noch nicht, was Baerbock jetzt in ihrer tiefen Weisheit erkannt hat. Dass Waffen Menschenleben retten. Ja, und da in Kriegen ja bekanntermaßen viel gestorben wird, gibt es eigentlich nur einen Schluss. Leute, liefert dahin noch mehr Waffen, noch mehr als bisher schon in all die Kriege auf dieser Welt. Hört auf, die armen Rüstungskonzerne mit Exportbeschränkungen zu drangsalieren, die sie dann immer mühsam umgehen müssen. Nein, also seit wir wissen, dass Waffen Menschenleben retten, dann sollte doch unser Exportgut Nummer 1 in all die schrecklichen Kriegsgebiete unserer Welt, sollten doch dann Waffen sein. Ich meine, Jemen, wo Saudi-Arabien seit Jahren mit seinen Verbündeten einen blutigen Krieg führt, an dem sich übrigens auch die Vereinigten Arabischen Emirate beteiligen. Ja, das ist genau das Land, wo unser Bundeskanzler demnächst hinfahren wird. Man kann schon gespannt sein, ob er so einen schönen Bückling hinbekommt, wie ihn einst Habeck in Katar aufgeführt hat. Ja, oder nehmen wir ein anderes Kriegsgebiet, das Grenzgebiet zwischen Aserbaidschan und Armenien, wo es unser neuer Gaskumpel, der bis auf die Knochen korrupte aserbaidschanische Staatschef Aliyev, immer mal wieder richtig krachen lässt. Also genau der Mann, den von der Leyen kürzlich besucht hat und von dem wir in Zukunft doppelt so viel Gas kaufen wollen. Ja, und natürlich gilt das auch für all die anderen Kriege auf dieser Welt, von denen wir in den Nachrichten nahezu nie etwas hören. Wo aber natürlich auch viel gemordet und gestorben. Und deshalb gibt es ohne Zweifel großen Bedarf an Baerbocks lebensrettenden Waffen. Und Baerbock ist nicht allein. Also unser hochkompetenter Wirtschaftsminister Habeck war natürlich gleich mit im Boot. Er will jetzt zentrale Einschränkungen für deutsche Rüstungsexporte abschaffen und so künftig eben lebensrettende Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete ermöglichen. Der bisher geltende Grundsatz, Konflikte oder gar Kriege nicht mit Waffenlieferungen, nicht mit Rüstungslieferungen zu befeuern, das sei, wie sich Habeck in der ARD vernehmen, wörtlich falsch und nicht zielgenau. Denn einige Länder werden nun mal angegriffen und sind bedroht. Na klar, und da schicken wir jetzt überall Waffen hin. Kann man fast bedauern, dass wir früher noch nicht so kluge Wirtschaftsminister wie Herrn Habeck hatten. Und hätten wir Serbien, den Irak, Afghanistan oder Libyen offenbar auch großzügige deutsche Waffenlieferungen zukommen lassen, als sie damals von den USA und anderen NATO-Staaten angegriffen und bedroht wurden. Naja, die Logik von Baerbock, so ganz neu ist sie nicht, wir erinnern uns, ja, es gab da mal einen amerikanischen Präsidenten, Donald Trump. Und Trump hatte auch solche Jokes drauf, als in einer amerikanischen Schule ein furchtbarer Amoklauf stattfand und Schülerinnen und Schüler erschossen wurden und eine Debatte aufflammte, ob es nicht strengere Waffengesetze in den USA geben sollte. Ja, da gab Trump zum Besten. Nein, im Gegenteil, solche Amokläufe, die verhindert man natürlich am besten, wenn sich jeder bewaffnet in den USA. Na, inzwischen ist diese tolle Logik also auch in der deutschen Regierung angekommen. Aber zurück zur Ukraine. Stimmt es nicht, dass die Ukraine dank moderner westlicher Waffen jetzt tatsächlich auf dem Vormarsch ist? Einige sprechen sogar von einer Kriegswende. Und Zelensky, der ukrainische Präsident, fühlt siegesbewusst. Mit Russland wird garantiert nicht verhandelt, bevor nicht der letzte Russe von der Krim vertrieben wurde. Ja, es gibt erhebliche Geländegewinne, das stimmt. Und es ist auch richtig, dass das ohne westliche Waffen nicht möglich gewesen wäre, aber auch wahrscheinlich nicht ohne massive
amerikanische Aufklärung und massive zur Verfügungstellung amerikanischer Geheimdienstinformationen, also faktisch dadurch, dass der Generalstab dieser Armee und vor allem auch dieser Offensive ja gar nicht mehr unbedingt in Kiew, sondern vielleicht eher in Washington ist. Also dadurch hat man es ermöglicht, ja, dass die Ukraine ein relativ großes Territorium zurückerobern kann. Ob das eine Wende im Krieg ist, ich bin kein Militärexperte. Zumindest der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Zorn, warnt vor Euphorie. Und ich glaube, die jüngsten Ereignisse geben ihm absolut recht. Wer konnte denn glauben, dass die Russen zuschauen und nicht reagieren, wenn die Ukraine auf diese Weise voranrücken? Und das, was wir seitdem erleben, was wir jetzt erleben, ist eine neue Eskalationsstufe in diesem Krieg. Eine neue, gefährliche Eskalation. Wir sehen, dass die Russen stärker noch als bisher zivile Infrastruktur angreifen. Das ist natürlich für die Zivilbevölkerung ein riesiges Problem und es wird wahrscheinlich umso schlimmer, wenn die kalte Jahreszeit kommt und wenn dann Menschen von Heizung, von Strom, von allem abgeschnitten werden könnten. Aber nicht nur das, sondern es finden Scheinreferenten jetzt im Donbass statt. Das ist natürlich auch eine Eskalation. Und noch etwas ist gerade passiert. Putin hat eine Teilmobilmachung angekündigt. Das heißt, es werden noch mehr russische Soldaten, Reservisten jetzt in die Ukraine geschickt und sie werden dort zum Einsatz kommen, um auch wahrscheinlich die personelle Übermacht und Überlegenheit stärker in wieder auch erfolgreiche militärische Operationen umzusetzen. Das heißt aber alles, es wird noch blutiger, es wird noch schrecklicher. Es wird noch mehr Leid in der Ukraine geschehen. Es werden noch mehr Menschen sterben. Und am Ende wird es noch schwieriger, eine Verhandlungslösung zu finden. Also gerade wenn diese Republiken wirklich an Russland angeschlossen werden, dann wird es ja viel, viel schwerer. Zum Beispiel auf der Basis des alten Minsker Abkommens, wo ja Autonomierechte vereinbart waren, nochmal eine Lösung zu finden. Und ja, auch die Gefahr einer atomaren Eskalation wächst damit. Und extreme rechte, durchgeknallte Typen in Russland fordern das ja jetzt sogar schon offensichtlich. Im russischen Fernsehen, in den Medien. Nun kann man hoffentlich davon ausgehen, dass wir an diesem Punkt noch nicht sind. Und ich hoffe sehr, dass wir auch nie dahin kommen werden. Aber es hat sich eben leider bestätigt, was vorherzusehen war und was diejenigen, die diese Waffenlieferungen immer kritisiert haben, als ein Hauptargument angeführt haben. Die Geländegewinne und das Vorrücken haben dazu geführt, dass der Krieg eskaliert. Russland hat noch enorme militärische Ressourcen und sie zeigen, natürlich werden sie die einsetzen, wenn es aus ihrer Sicht der einzige Weg ist, eine Niederlage zu verhindern. Die letzte Karte wäre dann der Einsatz taktischer Atomwaffen. Und wir erinnern uns, der amerikanische Präsident Kennedy hatte einmal etwas sehr Kluges gesagt. Er hat gesagt, man darf nie eine Atommacht in eine Situation bringen, wo es für sie keinen gesichtswahrenden Ausweg mehr gibt. Wenn er den Rücken zur Wand steht, der schlägt um sich. Und das ist hochgefährlich. Und ein solches Szenario verhindern wir ganz sicher nicht dadurch, dass wir noch mehr Waffen liefern, dass wir Panzer liefern, sondern damit machen wir so ein Szenario wahrscheinlicher. Damit beschleunigen wir die Entwicklung hin zu einer weiteren Brutalisierung und Eskalation. Und deswegen muss ich sagen, ich finde dieses Getöne von Zelensky, er will gar nicht verhandeln, der letzte Russe muss von der Krim verschwinden. Das mag moralisch gerechtfertigt sein, natürlich ist es völkerrechtswidrig, Grenzen zu verschieben, ohne Frage. Aber politisch ist es unverantwortlich, weil es völlig unrealistische Ziele formuliert. Und auf Basis unrealistischer Ziele kann man nie einen Friedensschluss erreichen. Und ich finde, es ist noch unverantwortlicher, dass wir ihn dabei unterstützen. Und dass wir uns immer tiefer in diesen Krieg hineinziehen lassen. Ich meine, wir sind doch längst Teil dieses Krieges. Auch wenn die meisten Waffen, die jetzt zum Einsatz kamen, sind aus den USA geliefert worden. Aber jetzt gibt es diesen Druck,
deutsche Panzer, moderne deutsche Panzer zu nehmen. Sondern da muss man einfach wissen, kein anderes westliches Land hat bisher Panzer moderner Bauart geliefert. Auch die Amis nicht. Und zwar wurde das sogar damit begründet, dass die Russen das als Kriegseintritt werten könnten. Und jetzt wird Druck gemacht, dass Deutschland etwas tut, was die Amerikaner aus gutem Grund bisher vermieden haben. Wir sollen das jetzt machen. Was sind denn das für Wahnsinnige, die das fordern? Und wie gesagt, es würde auch nicht helfen, es eskaliert ja nur immer noch weiter. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, eine wertegeleitete Außenpolitik, die diesen Namen verdient, ja, welcher Wert müsste da an oberster Stelle stehen? Doch bitte schön, Frieden. Frieden zu erreichen, Waffenstillstand, einen Kompromiss, eine Verhandlungslösung. Immerhin steht in der Menschenrechtserklärung der UNO das Recht auf Leben an oberster Stelle aller Menschenrechte. Also bei unserer Hilfe, und Astrid Baerbock ja immer so gerne sich als die großen Menschenrechtskämpfer darstellen. Das Recht auf Leben ist das höchste aller Menschenrechte. Denn ohne Leben ist alles andere nichts. Und unsere Waffen retten eben kein Leben, sondern sie verlängern das Sterben, erhöhen die Zahl der Opfer. Und wenn man sich diese Monate des Krieges und das große Leid in der Ukraine genau anguckt, dann sieht man inzwischen ziemlich klar, eigentlich kann keine Seite diesen Krieg militärisch gewinnen. Die Ukraine nicht, wenn es ihr nicht gelingt, die NATO direkt hineinzuziehen. Das versucht sie dann. Und ich glaube, auch die Forderung, deutsche moderne Panzer zu bekommen, ist ein Teil dessen, uns in diesen Krieg hineinzuziehen. Weil viele Militärs sagen ja aus guten Gründen, sie könnten die gar nicht bedienen, sie haben gar keine Ersatzteile. Aber wenn das eintritt, wenn NATO-Länder sich in diesen Krieg hineinziehen lassen, europäische Länder, dann haben wir den Dritten Weltkrieg. Das ist doch Wahnsinn. Und Russland kann diesen Krieg aber auch nicht gewinnen, das sehen wir auch. Die russischen Kapazitäten, die russische Armee ist offensichtlich gar nicht so modern ausgestattet. Wie Putin das vielleicht glaubte, aber wie auch uns weiß gemacht wurde und teilweise heute noch wird, wenn man so tut, als würde Putin dann als nächstes Polen überfallen und irgendwann in Deutschland stehen. Russland kann diesen Krieg auch militärisch offenbar nicht gewinnen, es sei denn um den Preis des Einsatzes seiner schlimmsten Waffen, wozu es hoffentlich niemals kommen würde. Und also brauchen wir, das ist doch der einzige Schluss daraus, wir brauchen Friedensverhandlungen. Und wir brauchen einen Friedensplan. Mexikos Präsident hat kürzlich einen vorgelegt. Auch aus anderen Schwellenländern gibt es entsprechende Stimmen, es gibt auch Druck, es gibt auch wirklich die Aufforderung. Aber was macht der Westen? Joe Biden, Washington, hat auf Jahre angelegte Verträge mit der Rüstungsindustrie abgeschlossen, die Waffenlieferungen in die Ukraine garantieren sollen, auch viele Jahre. Das heißt, er geht davon aus, dass man das Sterben in der Ukraine auch noch in 3 Jahren munitionieren soll. Wie lange? Bis da kein Haus mehr steht? Bis große Teile der Bevölkerung entweder ermordet wurden oder im Ausland sind? Weil es für die USA ja gerade doch ganz gut läuft, wirtschaftlich, und der Krieg sich auszahlt? Was ist das für eine zynische Politik? Ja, und Europa, wo die wirtschaftlichen Verwerfungen immer größer werden und das von einer Eskalation des Krieges unmittelbar betroffen wäre, was macht Europa? Wer diskutiert hier über Friedenspläne oder legt welche vor? Nein, stattdessen auch die deutsche Regierung und noch schlimmer, die CDU-Opposition diskutieren über Panzer und noch mehr Waffen. Und niemand hat einen Plan für ein Ausstiegsszenario. Und ich finde das wirklich unerträglich, weil genau das brauchen wir doch. Wir brauchen Druck, Druck auf die Regierung, endlich wieder auf Diplomatie zu setzen und diesen Wahnsinn einer immer stärkeren Eskalation zu verhindern. So kann es doch nicht weitergehen. Und ich finde, gerade die letzten Tage haben deutlich gezeigt, wie falsch all diejenigen lagen, die uns erzählt haben, je mehr Waffen wir liefern, desto schneller ist der Krieg zu Ende. Nein, je mehr Waffen wir liefern, desto länger wird der Krieg dauern und vor allem, desto brutaler wird er geführt werden. Genau das erleben wir jetzt. Waffenlieferungen, ja, sie ermöglichen an der einen oder anderen Stelle Geländegewinne der Ukraine. Das ist gezeigt. Aber es bedeutet auch, dass die Russen reagieren.
und dass das Leiden der Menschen in der Ukraine noch viel schlimmer wird. Wollen wir das? Und deswegen müssen wir eine andere Politik machen. Ich finde, das ist unbedingt notwendig. Ich habe wirklich Angst, wie sich das weiterentwickelt. Ja, das ist meine Botschaft für heute. Sagt mir, was ihr dazu denkt. Es gab vor kurzem eine Umfrage, angeblich ist die Hälfte der deutschen Bevölkerung für Waffenlieferungen. Aber wenn man darüber nachdenkt, was das bedeutet, wenn man sich das wirklich anguckt, kann man das tatsächlich unterstützen? Sagt mir eure Meinung, kommentiert das Video. Wenn es euch gefallen und überzeugt hat, teilt es gern. Und bis zum nächsten Mal. Ich denke, wir haben es ja mit einer überaus bemerkenswert klugen Frau zu tun. Und ich spiele die hier nicht ein, weil sie eine Linke ist. Ich spiele sie einfach ein, weil sie klar erkennt, was realistisch ist und wo ein Weg hingehen kann. Und zum Thema links und rechts möchte ich auch noch einmal ein ganz persönliches Statement abgeben. Diese Begriffe gibt es eigentlich nicht mehr. Es gibt für mich nur noch vernünftig, unvernünftig, verbohrt oder dumm oder wie auch immer. Wenn wir auf die Straße gehen, ich werde dafür sein, alle einzuladen. Die Rechten, die Linken, die alle Menschen, die guten Willen sind. Das können die Linken sein, das können die AfD sein, das können alle sein. Ich werde mir nicht sagen lassen, du gehst mit Rechten auf die Straße. Nein, wir gehen mit Menschen auf die Straße, die für dieses Land sich einsetzen, denen unser Land noch was bedeutet. Und wir dürfen uns nicht sagen lassen, guck mal, mit denen, die sich gemein machen. Nein, wir verbünden uns alle gegen die, die uns vernichten. Die vernichten uns ja nicht wirklich in unser komplettes Land. Und deshalb hören wir solche Menschen an und wir lassen uns nichts mehr einreden. Die sollen doch da erzählen, was sie wollen. Ja. Ich glaube, das ist anstrengend. Jetzt haben wir sehr viel schon geistig verarbeiten müssen. Jetzt hören wir einfach ein Lied zur Auflockerung. Und danach hören wir dann Roland. Roland, den kennt ihr auch schon. Er wird uns heute über Meinungsfreiheit berichten oder erzählen, wie er das so sieht. Nach dem Lied bist du dran, Roland. Ja, Mike. Thank you.
Sagen zu dem, was Werner vorhin gesagt hat. Er hat ja bedauert, dass nicht mehr Menschen auf die Straße gehen. Und da habe ich meine Erfahrung gemacht. Ich bin jetzt schon mehrfach vor der BASF gestanden mit meinen Schildern. Hier, jenseits vom Brunnen, steht eins. Und gestern war ich erst wieder dort, so an der Hauptausfallstraße nach Norden. Vierspurige Straße. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich 10.000 Menschen erreicht habe innerhalb von 2 Stunden. Und ich muss sagen, es sind immer mehr Leute, die mir zujubeln, Daumen hoch, Hubkonzert machen, immer mehr, dass jemand was sich negativ äußert, ist ganz selten. Sogar die Polizei, die sind natürlich auch gestern 2-mal gekommen, haben mich kontrolliert. Aber die sagen selber, wir müssen das tun. Es hat jemand angerufen und wir müssen vorbeikommen, aber wir unterstützen sie. Der eine Polizist hat gesagt, ich selbst. Ich gehe selbst montags, wenn ich die Uniform aus habe, gehe ich selbst auf Demos. Und auch der Werksschutz ist gekommen und hat gefragt, was wir da machen. Haben sie die Schilder fotografiert und gleich, wie sie gekommen sind, haben sie gesagt, keine Angst, wir sind auf Ihrer Seite, demonstrieren Sie nur weiter, viel Erfolg. Wir müssen nur kommen, weil der Vorstand hat davon Wind bekommen und möchte wissen, was auf den Schildern steht. So haben sie alle unsere Schilder fotografiert und sind dann wieder abgezogen, nicht ohne uns viel Erfolg zu wünschen. Also, ich kann es nur empfehlen, auch sowas zu machen, an stark befahrene Straße, vierspurige, wo der Verkehr langsam machen muss, an einer Ampel oder so. Das ist also wirklich toll, wie viele Menschen uns schon zustimmen und erkennen, was für ein Irrsinn das ist mit diesem Ampelgaskrieg gegen uns selbst. Okay, jetzt zu meiner Rede. Ich möchte euch heute Empfehlungen zur Verteidigung der Meinungsfreiheit geben. Die Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht und wird in Verfassungen als ein gegen die Staatsgewalt gerichtetes Grundrecht garantiert. Zensur ist der Staatsgewalt in einer Demokratie ausdrücklich verboten. Die Meinungsfreiheit ist immer nur dort zu verteidigen, wo es um die Äußerung von Minderheitsmeinungen geht. Es ist geradezu absurd, wenn die herrschenden Maßnahmen zur faktischen Zensur anderer Meinungen durchsetzen. Aber nur für die Mehrheitsmeinung oder gar die Regierungsmeinung die Freiheit gelten zu lassen, ist absurd. Daher ist es die reine Heuchelei, wenn dominante Gruppierungen Gründe vorbringen, warum andere Meinungen nicht erlaubt seien. Und sowas gibt es. Solch eine Maßnahme ist zum Beispiel die politische Korrektheit. Man erfand quasi Anstandsregeln des Sagbaren und schloss damit bestimmte andere Meinungen aus. Dies ist eindeutig Meinungszensur, die im Mäntelchen einer Benimmregel daherkommt. Dazu ein bemerkenswertes Zitat. Hinter dem, was wir für die Regierung halten, thront im Verborgenen eine Regierung
ohne jede Bindung an und ohne jede Verantwortung für das Volk. Die Vernichtung dieser unsichtbaren Regierung und Zerschlagung der unheiligen Allianz von korrupter Wirtschaft und korrupter Politik ist die entscheidende politische Herausforderung dieser Zeit. Wer sagte das? Der 26. US-Präsident, 1858 bis 1919, Theodore Roosevelt, nicht zu verwechseln mit dem Kriegstreiber, mit dem gleichnamigen Kriegstreiber der 40er Jahre. Oder Leo Tolstoi, Schriftsteller von 1828 bis 1910, er sagte, dass die Regierung das Volk vertrete, ist eine Fiktion, eine Lüge. Das müssten sich die Menschen eigentlich immer vor Augen halten. Die Meinungsfreiheit verteidigt man aber nicht dadurch, dass man sich solche Fesseln der Meinungsfreiheit wie Political Correctness bereitwillig anlegen lässt oder sogar selbst einfordert. Diese Fesseln, dieses Gefängnis für die Meinungsfreiheit, müssen eingerissen werden, indem man sie missachtet. Nur so erlangen wir unsere Freiheit zurück. Beugt man sich diesen Fesseln und versucht dazwischen noch irgendwo, vielleicht unbemerkt, ein bisschen Freiheit zu atmen, hat das nur zur Folge, dass die Fesseln noch enger und dichter angezogen werden. Würde man zum Beispiel heute sagen, die BRD ist kein demokratischer Staat, sie ist nur die Durchführungsorganisation von Verwaltungsvorgaben der Besatzungsmacht, dann würde man sofort mit den bekannten Beschimpfungen in eine bestimmte Ecke gestellt werden. Zahlreiche Oberlehrer würden sich davon distanzieren. Man hätte ernsthaft mit dem Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit und der Delegitimation des Staates zu kämpfen. Tatsächlich handelt es sich bei diesem Satz allerdings in einfachen Worten gehalten um die Aussage und Meinung von Carlo Schmitt, dem prominentesten der Väter des Grundgesetzes. Es gibt weltweit wohl kaum etwas Absurderes, als ihm die erwähnten Vorwürfe zu machen und Leute, die es zitieren, zu verfolgen. Er sagte wörtlich und gleichbedeutend, die BRD ist eine Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft. An diesem Beispiel kann man die Veränderung unserer Gesellschaft erkennen. Demokraten erkennen und wie sich die Fesseln immer enger um die Meinungsfreiheit legen. Es bleibt Demokraten gar nichts anderes übrig, als diese Fesseln der Zensur zu brandmarken und deutlich abzulehnen. Auch und gerade dort, wo es gar nicht unsere eigene Meinung ist, die sie einengen. Selbstverständlich wird man für die Missachtung dieser Knebel angegriffen und dämonisiert. Es wäre aber völlig widersinnig, dies vermeiden zu wollen, indem man sich freiwillig in dieses Gefängnis zurückzieht. Man wird ja nicht angegriffen, nur weil man deutliche Begriffe und Themen benutzt. Diejenigen, die die Intoleranz unterstützen, wenden im Sinne der Unterdrückung die zensierten Begriffe oder Vergleiche völlig ungestraft an. Man wird nur dann angegriffen, wenn man sich erdreistet, damit für die Freiheit und Wahrheit einzutreten und die Unterdrücker anprangert. Denn es ist wie beim Fußball. Es wird immer nur der Spieler angegriffen, der im Ballbesitz ist. Man kann diese Angriffe und Dämonisierungen nur verhindern, indem man aufhört, für Freiheit und Wahrheit einzutreten. Wieder auf den Fußball übertragen, kann man die Angriffe nur dadurch abwenden, dass man strikt vermeidet, selbst in Ballbesitz zu kommen. Wollen wir das? In einem Wettbewerb wird man eben immer vom Gegner angegriffen. Das lässt sich nicht vermeiden, wenn man im Wettbewerb bleiben will. Aber diese Angriffe und Dämonisierungen gegen Andersdenkende
zeigen den Menschen dann auch immer deutlicher, dass dieser Gegner ein unfaires Spiel treibt und auf der Seite der Unfreiheit und Unterdrückung steht. Wenn aber alle die politische Korrektheit auch noch stillschweigend einhalten, bleibt der Charakter der Unterdrücker für die Menschen, die Zuschauer, im Verborgenen. Diesen aber sichtbar zu machen, ist im Sinne der Meinungsfreiheit unbedingt erforderlich. Ezra Pound, ein Dichter von 1885 bis 1972, sagte: Wenn ein Mann nicht bereit ist, für seine Überzeugungen Risiken einzugehen, dann taugen entweder seine Überzeugungen nicht oder er selbst nicht. Selbstverständlich sind Beschimpfungen oder bloße Diffamierungen keine Meinungsäußerung und damit auch nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Sie tragen zur Erkenntnis nichts bei, sie beschädigen den Beschimpften nur und sollen ihm ja gerade damit den Mut nehmen, seine Meinung zu äußern. So etwas als freie Meinungsäußerung zu bezeichnen, wäre infam. Es ist das Gegenteil davon, nämlich eine Art Zensur. Man kennt durch die Systemmedien und die Politik viele solcher empfindlichen Zensurversuche in Form von Beschimpfungen wie Antisemit, Anti-Amerikaner, Homophob, Rassist, Klimaleugner und vieles mehr. Allen gemein ist, dass sie die ursprünglich kritisierte Sache auf einen riesigen und völlig undefinierten Bereich ausdehnen, um so zu suggerieren, dass der Beschimpfte mit seiner ursprünglichen Kritik die halbe Menschheit oder völlig selbstverständliche Naturgesetze angegriffen oder geleugnet hätte. Die große Ablehnung, der er sich dadurch natürlich gegenüber sieht, lässt ihn verstummen bzw. ihm schon im Vorfeld den Mut rauben, seine Meinungsfreiheit auszuüben. Genau das ist Sinn und Zweck solcher Diskreditierungen, die damit nichts anderes als perfide Zensurmaßnahmen darstellen. Medien und Politik benutzen sie seit Jahrzehnten, ungeniert und machen sie so gesellschaftsfähig, sodass mit Menschen, die das noch nicht erkannt haben, ein sachlicher Diskurs über betreffende Themen gar nicht mehr möglich ist. So wie entsprechende Schlüsselworte benutzt werden, bricht oft nur noch dieses antrainierte Diskreditieren hervor. Statt Argumenten kommen nur noch Beschimpfungen. Man darf Andersdenkende nicht diskreditieren, auch nicht mit Begriffen, die heute anscheinend zum guten Ton gehören. Herabwürdigungen, mit denen auch versucht wird, sich selbst auf eine höhere Ebene zu stellen, also eigene Political Correctness zu dokumentieren, qualifizieren den anderen herunter, was ohne sachliche Argumente unfair und das Gegenteil von Meinungstoleranz ist. Für eine Demokratie ist Meinungsfreiheit unverzichtbar, und zwar immer gerade die von Minderheiten. Das müssen wir auch selbst leben. Grundsätzlich gilt, unsere Freiheit muss permanent gegen die Herrschenden, die Regierung, verteidigt werden. Nur aus diesem Grund gibt es Verfassungen und bei uns leider nur ein Grundgesetz. Burkhard Hirsch, Vizepräsident des Bundestages von 1930 bis 2020, sagte: Unser Rechtsstaat kann von Extremisten bekämpft und von Terroristen angegriffen werden. Gefährdet werden kann er aber nur von denen, denen er anvertraut ist. Ja? Noch vor wenigen Jahrzehnten gab es selbst bei den Systemparteien noch anständige Politiker. Es wäre also völlig falsch, sich im Vertrauen auf die Herrschenden zurückzunehmen und fest daran zu glauben, dass sie wie Mutti nur immer unser Bestes wollen. Dieses geflissentlich suggerierte Bild des gütigen Landesvaters muss man immer sehr kritisch hinterfragen, denn wir geben die gesamte Entscheidungsgewalt nicht nur über unser Volksvermögen, sondern auch über das Leben unserer Kinder in die Hände völlig unbekannter Personen. Wir wissen überhaupt nicht,
wer diese Leute steuert und unter welchem Druck sie stehen. Horst Seehofer hat bereits in zwei voneinander unabhängigen Aussagen durchblicken lassen, dass es mächtigere Kreise gibt als die Politik, die in keiner Weise demokratisch legitimiert sind, aber unseren Volksvertretern die Entscheidungsvorgaben machen. Beide Aussagen sind im Netz als Videos verfügbar. Ihr kennt sie sicher alle. Da bei Volksvermögen von Billiarden extreme Begehrlichkeiten entstehen, müssen wir unseren Politikern gegenüber immer extrem misstrauisch sein. Sie verweigern uns seit Jahrzehnten und mit absurden Begründungen das im Grundgesetz verbriefte Recht auf Volksabstimmungen. Sie schufen grundgesetzwidrige Gesetze gegen die freie Meinungsäußerung. Sie haben die Gewaltenteilung faktisch aufgelöst. Und sie haben zu allen Zeiten unsere jungen Männer völlig rücksichtslos als Kanonenfutter abgeerntet, um ihren Machtbereich zu vergrößern. Wir sind also gut beraten, unter anderem unsere Meinungsfreiheit mit Klauen und Zähnen zu verteidigen. Aber dazu muss man erkennen, dass dies nur an den Rändern des Meinungsspektrums erfolgen kann und nicht bei der veröffentlichten Mehrheitsmeinung. Voltaire, ein Philosoph von 1694 bis 1778, sagte Folgendes: Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst. Das ist der unverzichtbare Grundgedanke der Meinungsfreiheit und damit der Demokratie. Aktualisiert kann man es heute auch folgendermaßen ausdrücken: Die politische Korrektheit ist die steinerne Grabplatte, unter der Land und Volk begraben liegen. Die freie, ungehemmte Äußerung der Meinung ist das Brecheisen, mit dem wir diese Grabplatte aufzustemmen haben. In diesem Sinne danke ich euch für das aufmerksame Zuhören. Roland, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir nehmen alle mit was nach Haus. Ich werde wissen jetzt, wie wir ganz selbstbewusst unsere Meinung äußern. Danke. So, ich weiß ja nicht, was Willy Brandt oder Schmidt oder Genscher zu dem, was hier gerade eine Baerbock veranstaltet, gesagt hätten. Aber ich weiß, was John Lennon gesungen hat. Und ich glaube, das passt ganz gut zu der Situation, in der wir uns gerade befinden. Wir alle wollen nämlich, denke ich mal, Frieden. Und der kann immer nur verhandelt werden. Und sich dem abzuwenden, das ist für mich sowas von hirnrissig. Was anderes kann man nicht sagen. Das ist dumm, töricht, einem normal denkenden Menschen fehlen dabei eigentlich die Worte. And it doesn't go a bit that on board. Yeah. Okay? Two, one, two, three, four. Yeah.
nach diesem friedlichen Lied. Zwischendurch ein paar Termine noch. Es gibt ja immer wieder andere Kundgebungen auch noch. Und zwar am Sonntag ist in Baden-Baden die seit langem wohl stattfindende Kundgebung, die kontinuierlich durchgeführt wird Sonntag. Ist ein Aufzug durch die Stadt. Ein Treffen ist um 14 Uhr am Augustaplatz in Baden-Baden. Dann montags haben wir ja in Karlsruhe, in Bruchsal und in vielen anderen Städten und Dörfern mit Gleichgesinnten spazieren gehen. Die meisten beginnen ja um 18 Uhr. Wer sich dafür eine bestimmte Ortschaft interessiert, denke ich, der wird hier jemanden finden, der etwas dazu sagen kann. Und nächste Woche, am Dienstag, das liegt mir selbst ganz am Herzen, am 27. September ist in Esslingen wieder ein Aufzug. Da geht es in die Fußgängerzone und das gefällt mir persönlich nicht so gut wie immer auch, so habe ich den Eindruck. Treffpunkt dort ist um 18 Uhr am Bietheuteplatz und dort kann man auch kostenlos parken, wenn ein Auto kommt. Wir laufen dann mit den Schildern entlang der B3 in die Innenstadt. Dort wird es an verschiedenen Stellen kurze Kundgebungen geben, sofern sie es uns wieder zulassen. Und dann geht es wieder zurück zum Dickhäuterplatz. Und wer es nicht weiß, wo das ist in Esslingen, der Dickhäuterplatz, weil er ist nicht in jedem Navi drin, einfach Hundenkreuzstraße eingeben oder wer den Realmarkt kennt, gegenüber vom Realmarkt. Also, vielleicht sehen wir uns ja dann am Dienstag. Ich freue mich jedenfalls drauf. Und jetzt macht der Werner weiter mit seinem Programm. Ja, ich denke, wir kommen zum letzten Beitrag. Und da habe ich ein neues Herzensanliegen für ein Projekt. Ich habe es schon mal vorgestellt. Ich will es erneuern, weil es auch weitergeht mit diesem Projekt. Einige von euch haben ja im Sommer erlebt, der Ralf Böß ist ja von Berlin nach Karlsruhe marschiert mit der Grabplatte und hat sie am Bundesverfassungsgericht oder im Bundesverfassungsgericht abgegeben. Sein zentrales Anliegen, die Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen, und dazu will er das Grundgesetz zur Verfassung erheben. Ralf Böß macht mit seiner Aktion weiter. Er setzt seine Wanderung fort, also die erste Wanderung war hier Endstation Karlsruhe. Er wird jetzt von Karlsruhe weiterwandern zum Chiemsee. Und ich will noch ein paar grundsätzliche Dinge dazu sagen. Wir sind ja nicht nur gegen etwas, was in diesem Land passiert, gegen unsere Regierung, gegen die Medien, gegen alles, was die hier tun. Wir wollen ja auch eine neue Gesellschaft. Parallel, das weiß ich ja von ganz vielen, üben wir ja neue Lebensweisen, neue Lebensformen, wir wollen anders miteinander umgehen. Wir denken darüber nach, wie kann es in Zukunft weitergehen, auch politisch. Es wird keine fertigen Konzepte geben, wenn dieses Regime ja mal zusammenkracht. Und es wird zusammenkrachen. Natürlich weiß man wieder keiner, in 3 Monaten oder in 3 Jahren, das weiß einfach niemand. Aber wir brauchen ein neues Bewusstsein in der Bevölkerung, dass wenn es zusammenkracht, dass dann Menschen da sind, die wissen, was sie dann tun wollen. Und insofern sehe ich auch dieses Projekt, das der Ralf Böß hier verfolgt, als einen Baustein in dieser ganzen neuen Welt, die wir bauen. Wir müssen wissen, für eine neue staatliche Ordnung brauchen wir eine Verfassung. Und wenn wir das heute sagen, dann sind wir ganz schnell Reichsbürger. Also sagte der Ralf Böß, wir sagen nicht einfach nur, machen eine neue Verfassung und schaffen euch alle ab. Er sagt, wir nehmen eure Verfassung, in Anführungszeichen, das ist eigentlich nur ein Grundgesetz und keine Verfassung, und machen aus eurem Grundgesetz eine Verfassung. Wir veredeln sie quasi. Das ist seine Grundüberlegung dahinter. Und wir wissen ja alle, unser Grundgesetz heißt ja nicht Grundgesetz Deutschlands. Das heißt Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Deutschland, weil es damals von den Alliierten für Deutschland gemacht wurde. Aber es wurde nicht nur in dem Sinne gemacht, wie ich es auch lange Zeit fälschlicherweise gedacht habe. Man schreibt Carlo Schmidt eine Aussage zu, die er mal irgendwo in privaten Kreisen getätigt hätte, die da heißt, wir dürften außer Punkt und Komma nichts beitragen. Alles andere wird uns vorgegeben. Inzwischen weiß ich,
dass das nicht stimmt. Es gibt eine Autobiografie von Carlo Schmitt und wir haben die gelesen in dem Kreis, in dem wir uns damit befassen. Da hat er in 30 Seiten hat er da beschrieben, wie die Mitglieder des Parlamentarischen Rates, die wir auf Väter des Grundgesetzes nennen, inhaltlich gearbeitet haben. Und wenn wir uns wundern, warum die Alliierten so ein tolles Grundgesetz für uns gemacht haben, dann ist das die Erklärung, dass da Deutsche dabei waren, die die wesentlichen Punkte formuliert haben. Natürlich haben die Alliierten alles das reingeschrieben, was ihnen wichtig war für diese besetzte Zone. Und gedacht war es ja als Gesetzes, als Regelungswerk für dieses besetzte Gebiet und nichts anderes war das. Und das hat Carlo Schmitt auch ganz klar formuliert. Und wenn heute Menschen kommen und sagen, wir haben da eine Verfassung, dann hätten die das gerne. Und sie beziehen sich dann auf die normatische Kraft des Faktischen, das war eben schon lange so und dann wird es auch so. Aber nein, eine Verfassung ist dann eine Verfassung, wenn sie vom Volk gewollt und darüber abgestimmt ist. So, und was will Ralf Böß? Er sagt, also er hat eine Abstimmung initiiert, da kann man heute schon darüber abstimmen. Und die Abstimmungsfragen sehen folgendermaßen aus. Punkt 1. Ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 GG, weil da steht es drin, dass wir uns ein neues geben sollen, wenn Deutschland friedlich wieder vereinigt ist, zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Zweitens. Ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Drittens. Ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Und dann gibt es noch eine Zusatzfrage, die da heißt, zur Lösung der dringlichsten Fragen, die mit dem Grundgesetz und seinem Übergang zur Verfassung zusammenhängen, soll nach der Abstimmung ein freier Bürgerrat eingerufen werden, der als verfassungsklärende Versammlung den Text der dann neuen Verfassung von überholten und unpassenden Inhalten bereinigt, für aktuelle und künftige Herausforderungen weiterentwickelt und dem Volk zur Abstimmung vorlegt. Und ich glaube, das ist ein ganz toller Prozess. Dieser Prozess wird nämlich dann von uns, von dem Volk selbst organisiert, und nicht außerhalb von uns, von der Politik, weil wenn es die Politik macht, kommt da nie was Gescheites raus. Die haben seit Bestehen des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 200 Änderungen vorgenommen. Fast immer zu schlechteren. Dieser Prozess, das Grundgesetz zur Verfassung zu erheben, der wird den Regierenden zunächst missfallen. Zu viele Gründe sprechen aus ihrer Sicht zunächst dagegen. Doch einer Verfassungsbewegung durch das Volk können sie sich am Ende nicht erwehren. Warum wir nicht darauf bauen dürfen, dass die Politiker von sich aus da drauf kommen, da hat der Ralf Böß eine ganz tolle Antwort gefunden. Es gibt ja die Gemeinwohllobby, betrieben von der Marianne Grimmstein, auch keine schlechte Idee. Aber sie sagt, ich fordere ein Ausführungsgesetz zur Verfassungsgebung, damit eine Verfassungsgebung, so wie derzeit in Chile, auch bei uns stattfinden kann. An alle Fraktionen im Bundestag, bringen Sie ein Ausführungsgesetz zur Verfassungsgebung noch in diesem Jahr in den Bundestag ein. Und da sagt der Ralf Böß dazu, alle Macht der Mafia. Marianne Grimmstein fordert von unseren Politikern die Herstellung eines Ausführungsgesetzes zur Verfassungsgebung, damit eine Verfassungsgebung, so wie derzeit in Chile, auch bei uns stattfinden kann. Das heißt, letztendlich fordert sie die Mafia auf, ein Gesetz herzustellen, mit dem die Mafia besiegt werden kann. Also ich formuliere es mal mit meinen Worten, das ist wie immer die Frösche beauftragt, den Sumpf trocken zu legen. Und insofern bin ich da eher bei Ralf Böß als bei Marianne Grimmstein. Lass mich was zum Projekt sagen, das der Ralf Böß jetzt startet. Es ist also die Wanderung von Karlsruhe zum Chiemsee, dem Ursprungsort des Grundgesetzes. Weil auf der Herreninsel wurde damals das Grundgesetz geschrieben, oder da tagte zumindest der Parlamentarische Rat.
Und der Ralf Böhl schreibt an uns alle, liebe Freunde, nachdem wir aus gegebenem Anlass im Frühling unter dem Motto Endstation Karlsruhe ein Grabmal für das Grundgesetz zu Fuß von Berlin nach Karlsruhe gebracht und es im Rahmen einer sprechenden Kunstaktion dort im Bundesverfassungsgericht abgegeben haben, starten wir jetzt einen weiteren Gang. Unter dem Motto, jetzt lasst uns noch eine Esche pflanzen, werden wir dieses Mal vom BVG in Karlsruhe zum Ursprungsort des Grundgesetzes zum Chiemsee ziehen. Thema soll der Impuls zur Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen sein. Mit dabei werden wir eine Schale mit einem Eschenkeim haben. Nicht mit einem Eschenkeim, wie man beim Thema Erneuerung der Bundesrepublik nicht mit einem Eichenkeim, wie man beim Thema Erneuerung der Bundesrepublik zunächst vielleicht denken könnte. Die Eiche ist der Volksbaum der Deutschen. Heute sind aber alle Probleme Weltprobleme und die Esche ist der Weltenbaum. Die Schale wird wie zwei Keimblätter gebildet sein. Auf dem einen Keimblatt steht Artikel 1 Grundgesetz, auf dem anderen Artikel 20 Grundgesetz, sodass der Keim der Esche auf dem Weg zum Chiemsee in den Keimblättern des Grundgesetzes geborgen ist. Wir wollen die Esche gemeinsam mit der Schale am Chiemsee in den Boden pflanzen. Die Schale wird im letzten Moment nach unten geöffnet werden, sodass der Baum aus den Keimblättern des Grundgesetzes selbst ersprießen und sie mit seinen Wurzeln durch und auch überwachsen kann. Und der Baum, weil er als Keimblätter die Ideale des Grundgesetzes in seinem Wurzelwerk enthält, zum direkten Bild einer lebendigen Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen und damit selbst zum Kunstwerk wird. Der Ort der Einpflanzung soll die Fraueninsel in Chiemsee sein, nicht die Herreninsel. Dort wurde das Grundgesetz geschrieben, sondern die Fraueninsel, sondern weil es sich um einen Impuls der Erneuerung der Bundesrepublik, um eine Neugeburt des Grundgesetzes als Verfassung handelt. Soweit Ralf Böß. Die Wanderung startet am 12. Oktober vor dem BVG. Wer sich am Projekt beteiligen will, ist herzlich eingeladen, die eine oder andere Etappe mitzuwandern. Ich persönlich werde auf jeden Fall die erste Etappe am 12. Oktober vom BVG aus mitmachen und vermutlich auch die letzte am 8. November zum Chiemsee mitmachen. Es wäre schön, wenn ich viele von euch dabei sehen würde. Wenn ihr Informationen zu dieser Aktion von Ralf Böß wollt, schaut doch einfach die Internetseiten an. www.unsere-verfassung.de oder www.deine-verfassung.de. Er hat dort wunderbar sein Vorhaben beschrieben, wie das Ganze abläuft, die Hintergründe, seine Gedanken dahinter und warum er es gut findet und auch wie es abläuft. Ja, schaut es euch einfach an. Damit wäre ich für heute am Ende. Ja, wir werden uns wieder dort einstellen. Es wird früh kalt, es wird früh dunkel. Nicht alle halten so lange durch. Ich glaube, wir werden in Zukunft einfach die Stehversammlung wieder kürzer machen und schauen, dass wir die regelmäßigen Demos machen, wo wir unseren Staat, unseren Regierungen zeigen, was wir von ihnen halten, wenn wir mit Bewegung machen und ja, dass uns alle wärmer wird. Ich bedanke euch, dass ihr heute alle da wart und ihr hört von uns. Dankeschön. Jetzt habe ich beendet, aber ich darf mit der Versammlungsleiter beenden. Willst du noch? Offenes Mikro machen? Offenes Mikro wollen wir nicht mehr machen, aber wir haben hier eine Teilnehmerin, die heute ein ganz unliebsames Erlebnis hatte. Da wollte ich doch gern, dass es Schwind uns mal erzählt, was ihr widerfahren ist. Eventuell war das nämlich auch so ein friedliebender Mensch, der gern Waffen in die Ukraine liefert. Und sie wird uns kurz schildern, wie es abgelaufen ist, aber nicht erfreulich jedenfalls. Bitte schön. Hallo, ich bin die Steffi und diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich seit über zwei Jahren mit einem schön beschrifteten Auto, mit Fähnchen aus Deutschland und Frankreich an den Scheiben durch die Lande fahre und viele Leute erreiche, meistens positiv,
manchmal leider auch negativ. Und heute war so ein Negativerlebnis. Seit zwei Wochen stehe ich in Selz am Super-U an der Tankstelle, wo die deutschen Tankflüchtlinge alle kommen in Massen. Dass die eigene Bevölkerung nach der Arbeit nicht mehr tanken kann, weil alles leer ist. Und da stehe ich jetzt seit zwei Wochen, jeden Tag um die 2 bis 3 Stunden, habe meine Sprüche auf dem Auto, die Regierung muss weg, oder heißer Herbst oder halt kalte Hütte, eure Entscheidung, oder heute kein Gas, morgen kein Brot. Und bis jetzt war immer eher positiv die Resonanz von den Leuten, hauptsächlich wie gesagt Deutsche. Und wie ich heute eigentlich schon los wollte und noch eine Runde über den Parkplatz gedreht habe mit offenem Fenster und lauter Musik, hat jemand so zu mir gemacht. Und dann haben wir geguckt, deutsche Kennzeichen, ich habe kurz angehalten und habe gefragt, warum er dem deutschen Staat die Steuereinnahmen entzieht. Er möchte doch bitte in Deutschland einkaufen und tanken, wenn er ein Problem hat. Daraufhin hat er mir meinen Spiegel abgetreten an der Beifahrerseite. Dann habe ich mein Handy genommen, wollte meinen Mann anrufen. Dann hat er reingegriffen, hat mir das Handy aus der Hand gerissen, samt Kabel und Freisprecheinrichtung. Dann bin ich ausgestiegen und wollte mein Handy wiederholen. Und dann habe ich gleich die Faust ins Gesicht gekriegt von ihm. Meine Brille ist kaputt gegangen, ist zu Boden gefallen. Ich hatte eine blutende Wunde hier im Gesicht. Und dann sind 3 Männer mir zur Hilfe gekommen, die auch auf dem Parkplatz zugegen waren. Darunter war auch ein Polizist im Zivil, der aus Deutschland da zum Einkaufen war, der denjenigen dran gehindert hat, abzuhauen. Und nach einer halben Stunde kam dann endlich die Gendarmerie und hat dann alles aufgenommen. Ein junger Mann, ein Franzose, hat dann so den Fall geschildert. Und dann sind wir alle mit zur Gendarmerie nach Lauterburg und da wurde dann eine Anzeige gefertigt. Und ich musste morgen noch zum Arzt gehen und noch ein bestimmtes Formular da mir besorgen und Rechnung von der Brille und vom Autospiegel und so eine Sachen. Und dann geht das alles an die Staatsanwaltschaft in Frankreich. Aber trotzdem werde ich da widerstehen nächste Woche und übernächste Woche, weil im November ist ja vorbei, da ist auch in Frankreich nicht mehr billig mit tanken, da gehen da die Preise auch wieder hoch. War auch nur auf 2 Monate begrenzt jetzt der Rabatt und danach wird es dann auch da wieder teurer. Danke dir, Steffi. Und es stimmt schon, wer ihr Auto kennt, also sie ist richtig mutig. Es ist, man kennt ihre Einstellung genau. Jetzt haben wir noch mal einen kurzen Beitrag und dann wollen wir es aber auch beschließen. Mein Name ist Thomas Rettig und ich wollte kurz berichten, dass ich dass gegen mich jetzt Haftbefehl erlassen wurde oder Beschluss einer Erzwingungshaft wegen Maskenverweigerung. Und zwar war das vor knapp 2 Jahren in Bremen. Da war ein Demo, ähnlich wie hier, ein paar mehr Leute. Und da habe ich keine Maske getragen, wie manche andere auch. Aber da waren noch wirklich, fast alle hatten da eine Maske an und ich eben nicht. Und hatte noch keinen Attest, erst 4 Tage später. Und jetzt soll ich 4 Tage ins Gefängnis deswegen. Und ja, ich möchte es jetzt kurz machen. Ich habe schon seit 11 Jahren mache ich Aktionen des zivilen Ungehorsams. Ich habe angefangen 2011 mit, da war ich noch selbstständig, mit der Verweigerung der Zwangskrankenversicherung. Dann 2012 habe ich angefangen, die GEZ-Gebühren nicht mehr zu bezahlen und werde da auch immer noch nach. Das hat sich jetzt schon angesammelt, meine Schuld auf tausende Euro, also ich weiß gar nicht genau, mehr als beim Georg Thiel, der ein halbes Jahr im Gefängnis war. Und es war für mich logisch, dass ich auch die Maske verweigere als Aktion des zivilen Ungehorsams. Und ich habe so eine Seite unter neoliberal-egal.de, also ich bin wirtschaftsliberal, slash
ziviler-ungehorsam.htm. Da habe ich jetzt das dokumentiert, schon seit 11 Jahren dokumentiere ich da meine Aktionen. Und am 8. September habe ich Folgendes geschrieben. Gestern kam ein gelber Brief vom Amtsgericht Bremen, das mich zu einem 4-tägigen Aufenthalt im Knast eingeladen hat. Zitat: In der Bußgeldsache gegen Sie wegen Ordnungswidrigkeit erhalten Sie als Anlage einen Beschluss über Anordnung von Erzwingungshaft. Sie können die Vollstreckung der Haft durch Zahlung der Geldbuße abwenden. Zitat Ende. Da der Richter auf Probe es nicht für nötig hielt, auf die Gründe für die Haftandrohung einzugehen, muss ich nun selbst noch einmal erläutern, warum ich das Bußgeld von insgesamt 149 Euro verweigere und gespannt auf meine Verhaftung warte. Ich hatte bei einer Kundgebung von Querdenken Bremen am 31.10.20 vor dem Bremer Hauptbahnhof keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Auf dieser Seite, also neoliberal habe ich mehrmals darüber berichtet, zum Beispiel am 22.01.22. Nun ist es so, dass ich die Maskenpflicht für die Willkür eines totalitären Staates halte. Und gegen diese Willkür, gegen die ich zivilen Ungehorsam leiste. Die Maske ist ein Symbol der Unterwerfung und ein Angriff gegen die Menschenwürde. Mein Vorbild ist Mahatma Gandhi, der im Zuge des gewaltfreien Widerstands gegen die Kolonialmacht Großbritannien mehrmals im Gefängnis war. Im Beschluss des Amtsrichters heißt es, da der Betroffene die Geldbuße nicht bezahlt hat, er seine Zahlungsunfähigkeit nicht dargelegt hat, war gegen ihn gemäß § 96 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Erzwingungshaft anzuordnen. Die Dauer erschien mit 4 Tagen angemessen. Zitat Ende. Freilich ist der genannte Paragraph eine Kann-Bestimmung. Das Gericht kann Erzwingungshaft anordnen, muss aber nicht. Aber geschenkt, ich werde meine Haft mit dem Bewusstsein antreten, dass sie dazu beiträgt, mich zum unbeugsamen Widerstandskämpfer zu machen. Übrigens ist das Bußgeld mit der Haft nicht abgegolten. Zitat aus dem Urteil: Die Verbüßung der Erzwingungshaft befreit nicht von der Verpflichtung, die noch fällige Geldbuße in voller Höhe zu bezahlen. Zitat Ende. Sei es drum, es ist mir eine Ehre, wenn ich für den Freiheitskampf ins Gefängnis gehen kann. Wie vor mir zum Beispiel der GEZ-Verweigerer Georg Thiel, der Querdenkengründer Michael Ballweg und der Journalist und Buchautor Oliver Janich. Free Michael Ballweg, free Oliver Janich. Ja, danke schön. Auch wieder ein sehr erhellendes Beispiel, was unsere Staatsmacht sich alles ausdenkt. Aber jetzt habt ihr lang genug ausgeharrt. Jetzt ist wieder Zeit, Dankeschön zu sagen. Dankeschön dem Markt, dass er immer wieder den guten Ton trifft. Dankeschön unseren Helfern. Und Dankeschön vor allen Dingen unserem Werner, dass er sich so unermüdlich für uns einsetzt. Und Dankeschön auch euch, dass ihr alle dabei wart. Und kommt gut heim. Schönen Abend noch.